Mein Name ist Phoenix Wright. Auch wenn ich in meiner ersten Verhandlung die Unschuld meines Mandanten bewiesen habe, bin ich immer noch ziemlich unerfahren als Anwalt. Doch ich werde mein Bestes tun, um denen zu helfen, die sonst niemanden an ihrer Seite haben. Hallo? Fame-Apparat? Hi, Schwester Herz, ich bin's. Mia! Wie geht's dir? Du hast dich ja lange nicht mehr gemeldet. Verzeih mir, ich war sehr beschäftigt. Alles klar bei dir? Oh, ich bin ganz alleine und meine Schwester hat leider auch nie wirklich Zeit für mich übrig. War nur Spaß. Mir geht's wirklich gut. Ist gar nicht so übel, allein zu wohnen. Ach so, das freut mich. Sag mal, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ah, sicher! Soll ich aber wieder einen Beweis für dich aufbewahren? Genau. Ich hänge gerade einen richtig großen Fall dran. Ich fühle mich nicht wohl dabei, die Beweise hier zu behalten. Ah, verstehe. Wo sind sie denn dieses Mal? In einer Tischuhr. In einer Tischuhr? Ja, sie sieht aus wie die Statue der Denker. Und sie sagt sogar die Zeit an. Du mochtest doch schon immer Spielzeug, nicht wahr? Oh, du sagst es so, als wäre ich noch ein kleines Mädchen. Mhm. Oh, aber im Moment sagt sie leider keine Zeit mehr an. Ich musste das Uhrenwerk herausnehmen, um etwas darin zu verstecken. Die Beweismittel, nicht wahr? Der Denker also. Wirklich clever, Miss Faye. Wirklich clever. Ist die Welt, wie du sie siehst, soll das denn wirklich alles sein? Ist denn die Antwort so klar wie ein Ja oder Nein? Von dem Weg, der vor dir liegt, ist noch kein Ende abzusehen. Doch du weißt, es ist Zeit, endlich loszugehen. Glaub nicht alles, was sie sagen, hinterfrage jedes Wort und präsentiere deine Beweise dem Gericht. Egal wie schwer der Fall auch ist, egal ob schuldig oder nicht, es ist erst dann vorbei, wenn man das Urteil spricht. Erheb den Einspruch gegen die Wahrheit, wenn du begreifst, dass irgendwas an ihr nicht echt erscheint. Erheb den Einspruch für die Gerechtigkeit, such nach der Antwort und dann nutze die Gelegenheit. Brich sie aus, lass sie frei, brich die Zweifel entzwei, deck die Widersprüche auf und dann leg ihn ein deinen Einspruch! Einspruch! Leg ihn ein deinen Einspruch! Sie haben eine kleine Schwester? Hatte ich wohl nie erwähnt. Ja, ich höre zum ersten Mal davon. Sie kommt heute Nacht in die Kanzlei zu Besuch. Warum begleitest du uns nicht zum Abendessen? Soll ich? Aber natürlich. Also treffen wir uns dann um 9. Sehr wohl. Also bis später dann. Die Beweisführung der Anklage ist damit abgeschlossen. Das Gericht wird nun das Urteil verkünden. Schuldig. Sie haben diesen Beweis doch manipuliert. Bereiten Sie sich lieber besser auf Ihre Verhandlungen vor, bevor Sie meine Methoden in den Dreck ziehen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. So spät schon. Ist hier niemand? Ich bin wieder da. Hä? Hä? Miss Faye? Miss Faye? Wer ist da? Du bist... keine Angst. Ich bin nur ihr Angestellter. Schwesterherz! Schwesterherz! Heißt das etwa... Du bist Miss Faye's...
Stehen bleiben, Polizei! Das ist jetzt unser Tatort! Hey Junge, gestatten Inspektor Dick Gamschuh. Und Verzeihung, sehen Sie sich das mal an. Sieht aus wie ein Kassenzettel. Maja. Klingelt's da bei dir, Junge? Nein. Oh, das ist mein Name. Wie war das? Wie heißt du? Ich heiße Maja. Faye. Maja. Ha! Fall abgeschlossen. Du da, du kommst mit aufs Revier. Warten Sie mal. Und du auch, Junge. Ab aufs Revier mit dir. Wir sind hier direkt am Tatort. Letzte Nacht wurde Mia Faye, Besitzerin der Anwaltskanzlei Faye und Partner, ermordet in ihrem Büro aufgefunden. Miss Faye. Schließlich möchte ich doch das Debüt meines Lieblingsschülers nicht verpassen. Um nichts in der Welt. Das war klasse, Phoenix. Einfach großartig. Die Polizei vermutet, dass die Anwältin von ihrer Schwester ermordet wurde. Welche nun in Untersuchungshaft genommen wurde. Das waren echte Tränen. Mir ist vorher gar nicht aufgefallen, wie ungewöhnlich sie gekleidet ist. Sie sind dieser Anwalt. Genau der bin ich. Weiß deine Familie... Ich habe jetzt keine Familie mehr. Oh. Letzte Nacht, da warst du in Miss Fays Büro, nicht wahr? Schwesterherz wollte, dass ich komme. Verstehe. Sie sagte, ich soll für sie einen Beweis für einen ganz großen Fall aufbewahren. Einen Beweis? Eine Uhr, die so aussieht wie der Denker. Hä? Das blöde Ding, das Larry gemacht hat. Mein Handy hat zur Sicherheit das Gespräch zwischen Mia und mir aufgezeichnet. Es ist bestimmt noch drauf. Hä? Na dann lass es uns doch gleich anhören. Naja, ich habe mein Handy irgendwo verloren. Natürlich. Tut mir leid. Übrigens, was hat es eigentlich mit diesem ungewöhnlichen Outfit auf sich? Hä? Ich bin nicht unnormal oder so, falls Sie das denken sollten. Ich bin ein Medium. In Ausbildung. Ein Medium? Ist ja auch das Normalste der Welt. Ich muss aber noch eine Menge lernen. Aber die Familie Faye hatte schon immer besondere Kräfte. Vor allem die Frauen. Also hatte deine Schwester etwa... Ja, ihre waren so groß, die waren schon nicht mehr von dieser Welt. Reden wir hier noch von ihren Kräften? Warte, kannst du ihren Geist dann nicht befragen, wer sie getötet hat? Was? Nein, ich bin doch noch in der Ausbildung. Ausbildung? Ich kann leider noch nicht so etwas Großes vollbringen, wie einen Geist zu kontaktieren. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Übrigens, Mr. Anwalt, darf ich Sie um etwas bitten? Aha. Könnten Sie bitte einen Anwalt namens Grossberg für mich kontaktieren? Grossberg? Schwester jetzt sagte, ich sollte ihn anrufen, wenn ich meinen Schwierigkeiten stecken würde. Weißt du, ich bin auch ein Rechtsanwalt. Ich kann dich verteidigen. Aber Sie werden mir sowieso nicht glauben. Ich weiß es. Wie kommst du darauf? Ihr Blick in ihren Augen letzte Nacht. Du bist... Sie starrten mich an wie ein Mörder. So war das doch gar nicht gemeint. Mhm. Schon okay. Also gut. Rechtsanwalt Grossberg, nicht wahr? Verlass dich auf mich. Also, mein Junge, Sie haben unter Miss Faye gelernt. Einst war sie einmal meine Schülerin. Es ist wirklich tragisch. Finden Sie nicht auch, Jungchen? Nun, ich möchte Sie bitten, Ihre Schwester Maja vor Gericht zu vertreten. Mia hat mir von ihr erzählt, bat mich ihr beizustehen, wenn sie jemals Ärger bekommen sollte. Also,
Ist doch klar, Jungchen. Wer soll denn bitte diesen Fall annehmen, wenn nicht ich, der einzigartige Marvin Grossberg? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Hallo, Grossberg am Apparat? Kennen Sie mich noch? Ja. Mr. Lawyer? Ich bin froh, dass er zugestimmt hat, Sie zu verteidigen. Es ist zu Ihrem Besten. Ich kann es noch immer nicht fassen. Miss Faye. So, hier ist dein Abendessen, Charlie. Ist was? Ist schon irgendwie merkwürdig, eine Pflanze Charlie zu nennen. Wirklich? Phoenix ist ein noch viel merkwürdigerer Name, findest du nicht auch? So hatte ich das nun nicht gemeint. Ist das? Also, heute Abend um 9 Uhr in meinem Büro? Aber ich will was zu essen, und zwar was Gutes. Ich will Nudeln, ganz, ganz viele Nudeln. Hä? Bist du nicht, Phoenix Wright, ich bin hier angestellt. Ah, richtig, Junge. Was ein beknackter Name. Musst du gerade sagen, Detective Gummitreter. Na, das ist ja mal ein putziges Handy, du Mädchen. Passt gut zu deiner Krawatte, Prinzesschen. Ich fühle mich ja glatt geschmeichelt. Haben Sie denn irgendwas rausgefunden? Ha, sorry, Junge, aber einem Anwalt habe ich nichts mitzuteilen. Aber ich vertrete Sie doch nicht mal. Aber eins kann ich dir mit Sicherheit sagen. Den Prozess morgen, tja, den hast du jetzt schon verloren. Was soll das heißen? Die haben die Anklage in dem Fall Miles Edgeworth zugewiesen. Edgeworth? Da scheint's bei dir zu klingeln, was? Natürlich klingelt's da. Einspruch! Miles Edgeworth. Seit er mit gerade mal 20 Jahren Staatsanwalt wurde, hat er noch nie einen Fall verloren. Eine Maschine, die alles tut, um einen Schuldspruch zu erwirken. Ein Genie sondergleichen. Also pack dich ins Bett und heul dich in den Schlaf, Junge. Sagen Sie, Inspektor Gumshoe, was ist denn mit der Zeugin von gestern Nacht? Ah, du meinst April May, was? Wie gesagt, meine Klappe ist dicht für dich. Sie heißt also April May, ha? Huh? Sie müsste eigentlich schon wieder abgereist sein, liege ich da richtig? Ha, glaubst du, wir sind Amateure? Sie bleibt so lange auf ihrem Zimmer, bis der Fall rum ist. Das bedeutet, sie ist noch immer im Hotel gegenüber. Aber meine Lippen sind dicht wie ein Tresor, Junge. Verstanden, Junge. Die Hauptzeugin. April May. Zimmer 303. Verzeihung, ist da jemand? Verzeihung. Na, sieh mal an, Junge. Das ist ja mal ein protziger Schraubenzieher. Oh. Hallo, ist da der Zimmerservice? Stell den Wein noch bitte da drüben hin, ja, Schnucki? Oder würdest du gerne noch etwas bleiben? Nein, danke. Ah. Hä?
Ist das etwa ein Abhörgerät? Oh. Hallo? Oh, Mr. Grossberg. Es tut mir leid, Jungchen, aber ich kann den Fall leider nicht annehmen. Aber Sie haben es versprochen. Bitte, die Angeklagte ist die Schwester von Miss Faye. Das weiß ich. Bitte verzeih mir. Aber können Sie nicht einen anderen Anwalt zuweisen? Bedauere, Jungchen. Doch ich fürchte, für diesen Fall wird sich kein Anwalt aufopfern. Aber Sie können doch nicht einfach... Was soll ich ihr denn jetzt nur sagen? In diesem Moment steckt sie in derselben Lage, in der ich einst war. Es tut mir leid. Mr. Anwalt, bitte geben Sie sich nicht die Schuld dafür. Das heißt dann wohl, ich bin auf mich allein gestellt, nicht wahr? Nein, das stimmt nicht. Warte. Hier, diese beiden würden uns gerne anhören. Bitte gib nicht auf, Maya. Ich werde sofort zu Ihnen fahren. Ein wenig Zeit bleibt mir noch. Maya, bitte lass mich deine Verteidigung übernehmen. Hä? Sehr gerne! Aua! Thank you.
Letztes Mal hatte ich noch Miss Faye an meiner Seite. Doch heute muss ich alleine kämpfen, um ihre Schwester zu beschützen. Ist schon lange her, Miles Edgeworth. Was in aller Welt hat dich hierher geführt? Phoenix Wright. Endlich. Endlich bin ich so weit gekommen. Ich bin Anwalt geworden. Und nun stehe ich in diesem Gerichtssaal. Und ich zeig's dir, Miles Edgeworth. Ich zeig dir, aus welchem Holz Rechtsanwalt Phoenix Wright geschnitzt ist. Einspruch! Einspruch! Der Prozess um den Mord an Mia Fey beginnt. Ich verteidige Maya, um ihre Unschuld zu beweisen. Und der Staatsanwalt in diesem Fall ist kein geringerer als Miles Edgeworth. Dass wir uns ausgerechnet hier wiedersehen. Erdrückende Beweise und fragwürdige Aussagen müssen entkräftet werden. Vertrau mir, Maya. Ich verspreche, ich werde deine Unschuld beweisen. Finde die Widersprüche, greife nach der Wahrheit. Nächstes Mal, Wandel der Schwestern, zweite Verhandlung. Nimm das! Outtakes. Miss Fay? Ah, mein Stylus. Ich bin nicht unnormal oder so, falls Sie das denken sollten. Ich bin ein Junge. In Ausbildung. Hallo, Grossberg am Apparat. Heute Abend um 9 Uhr in meinem Büro. So. Oh. Sorry, Junge, aber meine Klappe sieht aus wie ein Kassenzettel. Wie war das? Wie heißt du? Ich heiße Maya. May. Sie heißt also April Faye, ne? Ha! Fall abgeschlossen. Du da, du kommst mit aufs Revier. Aber ich will nicht weg. Mr. Anwalt? Maya, ich bin gestern Nacht in deine Schwester Nudeln. Gekommen. Hä? Huh? Ist das... Das ist der Mario! Mach den Mario-Swing! Die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab! Super Mario! Huh?